Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur 6. Episode von Dein Team. Die letzte Episode ist einfach nur sensationell bei euch angekommen. Ihr habt 53 Daumen nach oben dagelassen, das blende ich euch jetzt ein. Einfach nur überragend. Danke für diesen Support und da habe ich eben bemerkt, ja Freunde, ihr wollt es einfach, ihr wollt die nächste Episode sehen. Deswegen mache ich die jetzt auch. Und heute haben wir eine Top 14 am Start. Ja, Freunde, 14 Bilder sind also zusammengekommen. Und da habe ich natürlich wieder ein Rating erstellt. Und es ist ziemlich schwer gewesen, denn die Teams waren ziemlich gleichwertig. Manche waren kreativer, manche waren nicht so kreativ. Dafür waren bessere Spieler drinnen. Es war ziemlich schwer, das zu machen. Also seid bitte nicht böse, falls ihr weiter hinten gelandet seid. Es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Und falls ihr auch mal bei einer Dein Team-Folge dabei sein wollt, dann müsst ihr mir einfach das Bild auf Facebook schicken. Also einfach euer Team auf Facebook schicken. Link ist natürlich in der Videobeschreibung an meine Facebook-Seite und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch mit dem Platz Nummer 14. Auf dem Platz Nummer 14 landet Gustav Patsapaitz. Keine Ahnung, ob man das so aussprechen kann. Auf jeden Fall haben wir hier den ersten Tablet- bzw. Handyzocker in dieser Serie. Auf jeden Fall auch richtig nice. Dafür mal ein großes Dankeschön, dass du das Bild eingesendet hast. Er hat natürlich auch ein richtig starkes Team am Start. Eriksen in Pink ist da schon richtig geil. Und Bolasi als Team of the Season Version ist einfach ein absolutes Biest. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und sonst hat er natürlich auch ein starkes Team am Start. Und dann kommen wir zum Platz Nummer 13. Den 13. Platz holt sich Marcel Buller mit diesem, ja, mit diesem Mix aus Ligue 1 und Brasilianern. Also er hat hier Ramirez und dann hat er noch Dani Alves aus einer anderen Liga, sonst ist alles Ligue 1. Leider kommt Aurier und Ramirez nicht auf die volle Chemie, aber das macht nicht viel aus. Er hat trotzdem 100 Chemie, 84er Rating. Ibrahim Sturm, Team of the Year, David Luiz, dann mit Thiago Silva gepaart, ist das eine richtig starke Innenverteidigung. Dann hat er hier noch Sirigu im Tor natürlich, Lavezzi, Lucas, das sind zwei richtig starke Männer, Lacazette als ZOM, das kann man auch mal machen. Allgemein ist dieses Team ein richtig starkes Team und damit kann man sicher viele Spiele gewinnen. Uwe da Silva Junior, ich bezweifle, dass das ein richtiger Name ist. Trotzdem holst du dir heute den Platz Nummer 12. Du hast auf jeden Fall auch ein cooles Team am Start. Hazard, Costa und Hermann im Sturm. Das sieht echt nicht schlecht aus. Bolasi kommt leider nicht auf die volle Chemie. Trotzdem ist er einfach ein genialer Spieler. Di Maria und Rojo machen sich dann sozusagen mit Hyperlink die volle Chemie. Und dann haben wir noch Neuer im Tor, Boateng, Diekmeyer, Lahm. Das sieht einfach alles ziemlich cool aus. Linksverteidiger ist dann, glaube ich, Van Arnold oder wie man ihn ausspricht. Das Team sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus und dann sehen wir uns bei Platz Nummer 11. Den 11. Platz holt sich Lawrence Bunning mit diesem BBVA-Squad. Das ist jetzt nicht das besonderste Team, aber er hat einfach Cristiano Ronaldo, Suarez, Bale und Messi. Da kann man einfach nichts sagen. Der muss einfach mindestens auf Platz 11 landen. Sergio Ramos und Otamendi, Team of the Season, an Ter Stegen im Tor. Also dieses Team ist einfach richtig stark. Jeder kennt es. BBVA-Squads sind genauso overpowered wie BPL-Squads, wie ich finde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 10. Jetzt starten wir also in die Top 10 und den 10. Platz. Den holt sich gleich mal Steven Gothard. Er hat auch ein gutes Team am Start. Natürlich nicht das allerbeste. Company kommt nicht auf die volle Chemie. 85er Rating ist aber dann schon ziemlich stark. Die GR im Tor, den würde ich persönlich bei den Gegnern immer saugut. Und bei mir macht er einfach sau viele Patzer. Also das dürfte jeder kennen. Jeder hat so einen Tormann, der bei einem selber extrem schlecht ist. Und bei den Gegnern immer alles hält. Das ist einfach manchmal so. Sonst natürlich auch ein starkes Team. Und dann sehen wir uns beim Platz Nummer 9. Und den holt sich Simon Heumann mit diesem NLW-Squad, das sieht gut aus. Er hat nämlich Gabidini oder wie man ihn ausspricht, ich habe keine Ahnung, wie der eigentlich wirklich heißt. Ich hatte den als First Owner mal im Pack, der ist aber richtig stark, also das muss ich echt sagen. Als Stürmer habe ich ihn nicht getestet, aber der dürfte richtig cool sein, sowas sieht man auch nicht so häufig. Genauso wie Quaresma in Pink, den sieht man auch nicht häufig im Sturm. Leider kommt er nicht auf die volle Chemie, trotzdem ein richtig starker Spieler. Dann hat er eben noch Tarab, der ist auch ein 5-Sterne-Skiller, das heißt zwei 5-Sterne-Skiller in diesem Squad. Und allgemein, es ist ein richtig schönes NLW. Und deswegen ein verdienter Platz Nummer 9. Den 8. Platz holt sich Jonas Hartmann mit diesem Squad. Das Squad sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Er hat auf jeden Fall 4 Ligen am Start, 2 Team of the Seasons und 3 Informs. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Emmerenko als Mittelstürmer, das sieht man auch nicht allzu häufig. Deswegen ist das Team auch ein verdienter Platz Nummer 8. Dani Alves kommt leider nicht auf die volle Chemie. Aber sonst sieht das Team auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 7. Ich habe es ja schon mal angesprochen, ich werde jetzt mehr auf exotische Teams und auf Teams achten, die einfach etwas Besonderes sind, die einfach nicht jeder gleich mal in Ultimate Team hat und das hat es auf jeden Fall richtig verdient, dieses Squad. Max Franz hat sich den 7. Platz regelst verdient, er hat auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles NLW-Squad, No Links Wasted. Vorne hat er, glaube ich, Kainz, Peric und Campbell, den einen ZM kenne ich nicht, dann hat er Witzel, De Bruyne, Jung, David Luiz, Thiago Silva, Ansaldi und dann noch
Diego Alves im Tor, dann hat er eben zwei Team of the Seasons und einen Team of the Year und dazu noch einen Silver Inform. Also dieses Team, das hat schon was, und wenn man ehrlich ist, das Team, also in dieser Konstellation, das hat man wirklich noch nicht in Ultimate Team gesehen, also das kann man echt mal so sagen, und deswegen ein verdienter Platz Nummer 7. Den 6. Platz holt sich Ramon Tos, und man könnte fast schon sagen, er ist Stammkunde hier bei deinem Team, der war glaube ich bei jeder Folge dabei. Herzliche Grüße an dich, falls du das jetzt gerade siehst. Er hat auf jeden Fall Ronaldo Team of the Year, David Luiz Team of the Year und Sergio Ramos Team of the Year, dazu etliche Team of the Seasons und einen Inform. Matuidi kommt leider nicht auf die volle Chemie, das macht aber nicht so viel aus. Dieses Team ist einfach nur mega stark, das sieht einfach jeder Blinde, jeder sieht es, dass dieses Team einfach nur extra genial ist. Also dieses Team, das hat schon was, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 5. Und da haben wir das Team von Vincent Naunburg, und er ist ebenso wie Ramon Tos ein richtiger Stammkunde bei deinem Team. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir da so richtige Kandidaten haben, die einfach jedes Mal mitmachen. Das freut mich auf jeden Fall richtig. Und sein Team sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Er hat Ronaldo, Griezmann und Bale im Sturm. Das ist ein richtig guter Sturm. Also das kann man echt mal so sagen. Dann hat er sau viele Team of the Seasons und einen Inform. Also dieses Team sieht richtig cool aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht einfach stark aus. Mit dem Team kannst du auf jeden Fall richtig viele Spiele gewinnen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Bale, Ronaldo und Griezmann vorne richtig viele Hütten machen werden, und deswegen sehen wir uns beim Platz Nummer 4. Den 4. Platz holt sich die Assyrien, und wenn man das so ausspricht, dann freut es mich, wenn man es nicht so ausspricht, tut es mir leid. Auf jeden Fall ist sein Team richtig stark, Ronaldo, Walcott und Sanchez. Sanchez ist in Real Life richtig geil, und ebenso in FIFA 15 an la Cazorla, Özil und Boateng noch als Special Card, und Bellerin ist auch ein richtig cooler Spieler, also der 92 Tempo und der geht da ab wie Schmitz Katze, also das ist ein richtig cooler Spieler. Dann hat er Sergio Ramos, Neuer, Modric und Jordi Alba, allgemein ein richtig konstantes und starkes Team für FIFA 15. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Podest beim Platz Nummer 3. Den Bronzepokal dieser Dein Team Serie holt sich Lukas Knebel mit einem richtig, richtig coolen Team. Es ist, glaube ich, kein LLW, ja nein, es ist kein NLW, Alaba ist aber richtig stark in der Innenverteidigung. Ich glaube, der ist schon seit Ewigkeiten extinct, auf der Playstation zumindest. Dann hat er noch Boateng in Form, Thiago als Man of the Match. Dann hat er Vidal in Form, Vargas als Man of the Match. Dann hat er Sanchez als Stürmer als in Form. Und dann hat er nochmal Cazorla Team of the Season. Also dieses Squad, das hat schon was. Iniesta kommt auch auf die volle Chemie aufgrund von Jordi Alba. Die geben sich da einen Hyperlink. Und sonst sieht das Team einfach mega stark aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vargas ist richtig schnell und gut. Sanchez ist richtig schnell und gut. Vidal kannst du auch gerne mal als ZOM spielen lassen. Allgemein ein richtig starkes Team. Und deswegen auch ein verdienter Platz Nummer 3. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Platz Nummer 2. Auf dem 2. Platz haben wir das Team von Mirko LE, und dieses Team sieht richtig cool aus. Das ist ein richtig schönes No Links Wasted Squad. 2 Silberspieler, 2 Legenden und sonst nur Goldspieler. Also dieses Team sieht auch optisch richtig cool aus. Alles schön symmetrisch aufgebaut. Linksverteidiger ist richtig schnell, Rechtsverteidiger ist richtig schnell. Vorne im Tor auch ein sehr starker Mann, dann noch 2 Legenden, wie gesagt. Und ja, Freunde, das Team sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Das ist ein richtig schönes NLW. Also solche Teams kommen bei mir richtig weit vorne hin, weil es einfach ein richtig cooles NLW-Squad ist. Und dazu noch einfach richtig stark mit 2 Legenden. Und es sieht einfach richtig cool aus. Von dem her ein verdienter Platz Nummer 2. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim großen Platz Nummer 1. Den 1. Platz holt sich Jan Feierabend mit diesem überkrassen Team. Das Team besteht einfach nur aus Special Cards. Also das ist auch schon mal richtig nice. Er hat 4 Team of the Seasons, 3 Team of the Years, 3 Legenden und eine pinke Karte. Und dieses Team ist einfach nur krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist zwar jetzt nicht wirklich das, wie soll ich sagen, kreativste Team, aber das Team muss einfach auf den 1. Platz. Und es sind einfach nur Special Karten am Start. Und das Team ist einfach nur genial. Also seid mal ehrlich, das Team hat es einfach wirklich drauf. Es besteht aus 2 Ligen, wenn man die Legenden auch als Liga zählt sozusagen. Besteht es da sogar aus 3 Ligen, von dem her ist es jetzt auch nicht so fad. Und ich finde, das Team sieht einfach nur richtig, richtig cool aus. Deswegen hat er sich den Platz Nummer 1 auf jeden Fall richtig verdient. Und wie gesagt, falls ihr eben bei der nächsten Episode auch mal dabei sein wollt, dann müsst ihr mir einfach euer Team auf Facebook einsenden. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich werde es auch nochmal als Kommentar posten. Und dann müsst ihr mir einfach nur euer Team einsenden. Am besten von der Konsole aus und eine gute Bildqualität. Und falls euch diese Dein Team Folge gefallen hat, falls du selber dabei warst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt du das ganze Projekt Dein Team. Und damit wird die Serie vielleicht auch öfters kommen. Wenn ich eben sehe, da werden immer mehr Daumen nach oben rausgehauen. Dann wird es die Serie öfter geben. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt auch schon wieder mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.